Und schauen wir mal ein bisschen in das Leben meines nächsten Gastes. Norbert Blüm, geboren in Rüsselsheim im rheinischen Schmelztiegel der Kulturen. Der Familienmensch, drei Kinder und inzwischen vier Enkel, lernt Werkzeugmacher, wird Gewerkschafter, studiert Germanistik und promoviert schließlich in Philosophie. 1972 wird er in den Bundestag gewählt. Als Politiker ist er der Minister mit der längsten Amtszeit im Kabinett Kohl. Je konkreter, umso konfuser. Er teilt aus und muss einstecken. Dabei lässt er sich von seinem Motto, mein Leben ist raufen, nie abbringen. Die Rentenreform setzt der überzeugte Christ auch gegen Widerstände in den Reihen der eigenen Partei durch. Er weiß, wie man mit medienwirksamen Auftritten Sympathien gewinnt. Vor der Kamera ist Norbert Blüm immer wieder zu einem Spaß bereit. Dabei hat er die Sorgen der Menschen im Alltag nie aus den Augen verloren. Herzlich willkommen, Norbert Blüm. Dabei hat er die Sorgen der Menschen nie aus den Augen verloren. Das heißt, immer ein Politiker gewesen, der sich auch für den kleinen Mann interessiert hat und den kleinen Mann auch am liebsten vertreten. Kann man das so sagen? Ja, ich bin selber ein kleiner Mann. Das wollte ich ja in etwa so in den Mund gelegt haben. Ja, wobei kleiner Mann ist manchmal ein bisschen hochnäsig formuliert. Die kleinen Leute, die als kleine Leute bezeichnet werden, sind manchmal größer, als die für groß gehalten werden. Vor allen Dingen haben wir in letzter Zeit vor allen Dingen gemerkt, dass die, die man für ganz groß hält, eigentlich in Wirklichkeit zum großen Teil sehr klein sind. Ja. Wie ist die Geschichte hat viele Leute, die das schmückende, den schmückenden Titel haben, der Große. Und es waren nicht alles bewundernswerte Leute. Also ist es nicht Blüm der Große? Blüm der Große, nicht Blüm der Dicke oder so. Nein, jedenfalls Blüm der Blüm. Blüm der Blüm. Als 14-Jähriger zu Opel, wollen wir darüber mal vielleicht ganz schnell sprechen. Wenn man bei Opel gearbeitet hat, sagt man, man ist Opelianer und das bleibt man ein ganzes Leben. Einmal Opelianer, immer Opelianer. Ja, ich bin mit 14 zu Opel gekommen, 8 Jahre Volksschule, so hieß das damals. Ich meine, schon meine Kindheit im Schatten der Opeltürme gegenüber dem Hauptportal der Firma Opel haben wir gewohnt, gelebt, Fliegeralarm, im Keller eines Hauses, das gebrannt hat, ich weiß, was Krieg ist, rausgeholt von einem Feuerwehrmann mit meiner Mutter, mit meinem kleinen Bruder aus dem Keller. Also Opel, die Kindheit ist ja mit die entscheidende Zeit. Ich bin von Opel geprägt. Wir haben ein paar Bilder von Opel von Anfang an. Die Opel-Geschichte beginnt 1862. Adam Opel baut in Rüsselsheim Nähmaschinen. Mit Autos will der Schlosser sein Leben lang nichts zu tun haben. Anders seine Söhne. 1898, 3 Jahre nach dem Tod des Vaters, wird das erste Auto von Opel gebaut. Das Werk floriert und wird Vorreiter in Deutschland. 1924 werden in Rüsselsheim deutschlandweit die ersten Fließbänder in Betrieb genommen. Von ihnen rollt der Laubfrosch, das erste Opel-Erfolgsmodell. Dann die Weltwirtschaftskrise. 1928 geht die Firma fast pleite. Da trifft es sich gut, dass der US-amerikanische Konzern General Motors ein Standbein in Europa sucht und bei Opel einsteigt. Nach dem Krieg beginnt die Erfolgsgeschichte von Opel. In den 60ern wird der erste Kadett gebaut. Es entsteht die legendäre Kart-Reihe. Der Kapitän, der Admiral und der Diplomat. In den 70ern wird der Opel zum Sportwagen. Der Ascona kommt auf den Markt, der neue Kadett wird gebaut und der bekannteste Opel von allen, der Manta. Bergab geht es mit dem Rüsselsheimer in den 80er und 90er Jahren. Das Europageschäft geht bergab. Erst pumpt General Motors jahrelang Geld in die europäischen Töchter. Dann fährt der Konzern einen rigiden Sparkurs. Mehr als 12.000 Stellen werden abgebaut. Ein Zukunftsvertrag wird geschlossen. Das Rüsselsheimer Werk bekommt eine Bestandsgarantie bis 2010 für das Entwicklungszentrum. Dafür soll Geld vom Mutterkonzern kommen. Kam es aber wohl nicht. Mittlerweile soll General Motors Opel ca. 2 Milliarden Euro schulden. Was Neues entwickelt haben sie dennoch. Im Sommer stellt Opel den Insignia vor. Mit ihm wollen die Autobauer wieder Geld verdienen. Ob es dazu allerdings noch kommen wird, das hängt nun vor allem von der Politik ab. Tja, die Frage, die damit natürlich verbunden ist, darf der Staat Opel helfen? Ich kann die Frage nicht zu theoretisch abstrakt stellen. Kann man
eine ganze Industrie in Schwierigkeiten bringen. Denn wenn Opel den Bach runtergeht, da geht nicht nur Opel runter, da gehen 700 Zulieferanten mit einem Umsatz von 5 Milliarden. Da kommen auch andere in Schwierigkeiten. Und Opel baut ein gutes Auto. Dass er jetzt am Schleudern ist, das hat nichts mit den Opel-Arbeitern zu tun. Das hat mit einem Konzern zu tun, der den pausenlos den Opelianer, den Rüsselsheimer in die Suppe gespuckt hat. In der Modellpolitik und vor allen Dingen Geld abgeholt hat. Diese Entwicklungsabteilung der Firma Opel in Rüsselsheim, das ist Weltspitze. Die müssen die nur denen freie Bahn geben. Und zum anderen, die dürfen ihre Autos gar nicht überall verkaufen. Da schreibt ihnen die Mutter, das ist gar keine Mutter, das ist ein Stiefvater, die schreibt denen vor, wo sie die absetzen können. Amerika nicht, Indien nicht, China nicht. Lass den Opler freie Bahn, die brauchen allerdings jetzt eine Überbrückungs-, eine Überlebenshilfe. Da muss der Staat eingreifen, allerdings nur zur Überbrückung. Ich glaube, dass Opel Zukunft hat. Allerdings, wir brauchen in der gesamten Autoindustrie auch neue Ideen. Ich meine, das Auto muss so langsam vom Benzinhahn wegkommen. Dass das nicht geschehen ist, nicht ausreichend, hängt auch damit zusammen, dass die Öllobby auch Entwicklungen abgesperrt hat. Ich glaube ganz sicher, dass die Opel-Jane, die Entwicklungsabteilung, auch Autos bauen kann, die unabhängig sind von Öl. Nur die brauchen freie Bahn. Ich glaube sowieso, dass die Zeit dieser großen Weltfirmen, so Weltmachtfirmen, so wie Karl der V. in meinem Reich geht nie die Sonne unter, das ist sowieso vorbei. Mercedes hat es nicht geschafft. Ich glaube, dass Globalisierung nicht Uniformierung heißt, dass wir wieder heimatliche Anbindung brauchen, Identifizierung. Ein Opelianer will sich auch mit seiner Firma identifizieren. Die hatten in 20 Jahren bei Opel in Rüsselsheim 15 Vorstandsvorsitzende. Können Sie sich mal vorstellen, wie lange die da waren? Rechnen Sie mal aus. Durchschnittlich Verweildauer, die waren alle auf dem Durchzug. Da entsteht doch keine Betriebsidentität, keine Loyalität. Die sind nur zum Geldverdienen gekommen. Und die Opelianer, die sich vielleicht sogar eine Urkunde in die Küche hängen konnten, 25 Jahre Opel oder ja. 50 Jahre Opel. Ja, so war das früher. Die lachen darüber, wenn so ein Vorstandsmitglied dann nur ein paar Monate kommt. Ich behaupte, dass der Betriebsratsvorsitzende von Opel den Betrieb besser kennt wie manche durchreisende Manager. Und in der Tat, früher, also zu meiner Zeit, jetzt rede ich ja schon, wie mein Opa geredet hat, zu meiner Zeit, ja, da waren die Opelianer, die 50 Jahre Opel, Betriebszugehörigkeit, da hat er eine Ehrenurkunde bekommen, in Gold eingefasst und Fresskorb. Fahren Sie in Opel? Ich fahre Astra. Aber ich mache gerne Schleichwerbung an sehr gute Waren, wollen Sie weiter? Nein, die waren da stolz drauf, aber der neue Arbeitnehmertyp, der so weltweit gesucht wird, das ist ja der flexible Mensch, der heute da, morgen da, das führt in die Sackgasse. Ich meine, diese Art von, die uns da eingeredet wird, dass die Menschen pausenlos da durch die Gegend rasen müssen, dass die Menschen hinter den Arbeitsplätzen herfliegen müssen, wie die Schwalben hinter der Sonne. Jetzt holen wir schon aus Indien Informatiker. Also merkt eigentlich niemand, was da verloren wird. Da wird verloren Nachbarschaft, Freundschaft, Heimat, alles ganz wichtige Sachen. Und die Idiotie ist, und die zeigt sich auch in der gegenwärtigen Krise, wenn alles nur nach Geld berechnet wird, geht die Gesellschaft vor die Hunde. Ich glaube, dass wichtiger als Geldvermögen das Denkvermögen ist, die Hand und die Arbeit der Menschen. Also hier predigt. Na, ich predige nicht, ich kann sogar die Revolution machen. Ich sage, mit einem Finanzkapitalismus, der sich von der Produktion entfernt hat, der im luftleeren Wolkenkuckucksheim, ist keine Zukunft zu machen. Das ist schon pervers. Da werden Betriebe auf Kredit gekauft. Und den Kredit zahlen die Gekauften, die Arbeitnehmer ab. Wenn Sie mal nach dem Rezept suche ich seit Kindesbeinen, dass das, was ich kaufe, von dem bezahlt wird, dem ich es abkaufe. Also, so, ja, das ist aber kein Witz. Du musst nicht
Du musst nicht Nobelpreisträger für National- oder Ökonomie sein. Es gelangt, der gesunde Menschenverstand zu sagen, das kann nicht gut gehen. Und in dieser Krise befinden wir uns. Es geht im Grunde wieder um die Restitution der Arbeit. Also eigentlich wollten wir uns heute über viele verschiedene Themen unterhalten. Ja, aber ich finde das gar nicht falsch, dass wir hier bei Opel hängen geblieben sind. Ja. Denn in unserem Sendegebiet leben ganz viele Opelianer. Ja. Und wenn die heute Abend ins Bett gehen und wieder mit ihren Sorgen einschlafen, kann denn dann der Norbert Blüm Ihnen zumindest sagen, vielleicht gibt es noch ein Fünkchen Hoffnung? Also ich bin nicht der liebe Gott und man darf auch nicht so machen, als hätte man die, die gibt es übrigens nicht in diesem Geschäft. Aber ich glaube, dass Opel eine Chance hat, da müssen mehrere mitmachen. Da muss General Motors 3 Milliarden mindestens rausrücken, einschließlich der Patente. Da muss die Bundesregierung, ich schätze mal, 3 bis 4 Milliarden Überbrückung gewähren. Und leider Gottes werden auch, gehört auch zur Wahrheit, die Opel-Arbeiter Opfer bringen müssen. Nur wenn die Opfer bringen, da hätte ich eine gute Idee. Nicht nur ich. Lass die Miteigentümer werden. Wenn sie auch verzichten, dann lasst sie an den Früchten dieses Verzichtes beteiligt sein. Macht aus dem großen Kapitalismus einen Arbeitnehmerkapitalismus. Beteiligt sie an der Firma. Dann hätten wir in dieser Krise nicht nur neue technische Ideen, sondern auch ein paar gesellschaftliche Utopien. Jetzt werde ich wieder als Prediger. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur fragen, ob ich einmal noch mal dazwischen fragen darf. Na, ich könnte weiterreden. Wenn Sie Nein, Sie haben das so nett beschrieben, auch in einer anderen Talkshow, als Sie über den Wertewandel gesprochen haben, als Sie über die heiße Luft gesprochen haben. Ja. Dann nannten Sie auf einmal den Homo Calculator, der ein Idiot ist. Das heißt, Ihnen wird zu viel gerechnet? Nein, ich halte das für eine Dressur, die uns irgendwie Meschucke macht. Nämlich Dressur, dass wir ständig Preisvergleich machen müssen, dass wir ständig Vorteil suchen. Wenn du alles, wenn Sie alles, Herr Ernster, ausnutzen willst, stehe morgens 3 Stunden früher auf, du das Internet bedienen. Du kannst mehr Geld verdienen durch Schnäppchen, als du jeder, bei Ihnen vielleicht nicht, aber als normaler Mensch durch Arbeit verdienen kann. Gehen Sie mal zur Deutschen Bundesbahn. Das halte ich für einen eine Superleistung von Verwicklung. Kaufen Sie da mal eine Fahrkarte. Und zwar die billigste zwischen Baden-Baden und Bonn. Da würde ich Ihnen sagen, 3 Tage müssen Sie mindestens studieren. Am billigsten ist, wenn Sie die Rückfahrt vor der Hinfahrt andrehen. Und die Oma, die 80-jährige Oma, 3 Enkel unter 15. Da hat die auch Ermäßigung mit 30% Seniorenrabatt, der dienstags nur gelöst werden kann, 3 Stunden nach dem Fahrkartenverkauf. Wenn Sie das alles Nein, ich meine, das ist ja nicht. Und wenn. Ja. Und sollten Sie ein Mobiltelefon kaufen, großes Studium und Riester-Rente, um Gottes Willen, Riester, können Sie selbst mich nicht fragen, das versteht selbst Herr Kopper nicht, was es da alles gibt. Und deshalb hört auf, alles mit Ökonomie zu überzeugen. Dann haben wir keine Zeit mehr für die schönsten Sachen. Aber das ist jetzt der erfahrene Politiker, der glücklicherweise kein Amt mehr zu vertreten hat und so ehrlich und offen sein kann wie nie in seinem Leben. Es wird ja mit Sicherheit aus Ihnen noch vieles heraussprudeln in den nächsten Monaten und Jahren. Sie waren, glaube ich, 14 Jahre Minister unter Helmut Kohl. 16. Aber es hat, gar nichts. Sie waren 16 Jahre Minister unter Helmut Kohl. Ja. Wenn Sie in der Zeit mit Peter Sodann auf Tournee gegangen wären, was hätte der Altmeister dazu gesagt? Weiß ich, ich hätte ihn nicht nach Genehmigung gefragt. Ich unterscheide nämlich zwischen meinem politischen Amt und ich bin außer Politiker auch noch Mensch. Und ich teile meine Sympathien nicht danach ein, wer mit mir eine politische Meinung ist. Ich kenne Leute, die mit mir einer Meinung sind, die ich unsympathisch finde. Und ich kenne Leute, mit denen ich gar nicht einer Meinung bin, die mir sehr sympathisch sind. Der Peter Sodann wird, nehme ich an, nie CDU-Mitglied. Und ich werde ganz sicher nie Linke. Trotzdem habe ich Respekt vor ihm. Der ist zum Unterschied von manchen Blockflöten, hat er dem Honecker nicht auf dem Schoß gesessen, sondern im Gefängnis. Und deswegen habe ich Respekt vor Leuten, die für ihre Überzeugung ins Gefängnis gegangen sind. Davor habe ich Respekt. Ich musste diese Mutprobe, Gott sei Dank, nie leisten.
obwohl sie eine ganze Mutproben-Phalanx bestanden haben. Herr Blüm, vielen herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, dass wir uns wieder getroffen haben hier. Und Ihnen und all Ihren Opelianern wünsche ich eine bessere Zukunft. Ebenso. Vielen Dank, Norbert Blüm.